Hallo, hier ist wieder eure Hanni. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute die Goodiebox für euch. Ja, Leute, ich drehe jetzt das Video zum zweiten Mal, weil ich gemerkt habe, verdammt, du hast einen Fehler gemacht. Und ich dachte so, nee, das kannst du so nicht lassen. Ich habe erst überlegt, ob ich es lasse. Aber ich dachte, nein, du drehst das Video jetzt nochmal. Ja, es tut mir leid, aber ich dachte, das kannst du so nicht lassen. Nee, also deswegen habe ich jetzt schon aufgemacht, weiß jetzt schon, was drin ist. Die Produkte liegen vor mir. Ein paar Fakten zu der Box. Ich habe sie im Abo für 19,95 € und ja, genau, im Abo, und ich kann die jederzeit kündigen, so wie ich möchte. Also, ne, ist mir dann überlassen, wenn ich jetzt so die Box nicht so mag mehr. Aber ja. Ich blende euch in die Infobox einen Link ein. Da könnt ihr die eure erste Goodiebox für 50% weniger haben, für 9,95 €. Ne? Benutzt meinen Link dafür. Ich freue mich sehr, sehr darüber, wenn ihr das machen würdet, weil ich bekomme dann nämlich auch ein paar Punkte gut geschrieben. Ne? Ja. Und dann kann ich mal wieder kostenlos oder mal eine Goodiebox verlosen, wenn ich ganz viele Punkte habe. Ich nutze es natürlich immer dann dafür, dass ich dann mal eine Box kostenlos kriege. Ja. Ne? Wenn mal genug Punkte zusammen sind, kann ich mal so eine Spontanverlosung machen für eine Box. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen, wie das so weit mal ist. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat sie einen Gesamtwert. Ich glaube, der Gesamtwert ist immer jedes Mal gleich. Der ist, glaube ich, 78 € oder so. Und das sind immer so jetzt, na, heute waren fünf Produkte. Eins, zwei, drei, vier, fünf Produkte enthalten. Manchmal sind auch 5 bis 7 Produkte. Ja, so sieht sie aus. Also der Karton sieht immer so aus, immer schwarz. Ne, und dann steht immer ganz klein Goodiebox oben. Und die hat immer so ein Schubfach. Ne? Und hier sind dann immer die Produkte drinne in so einem Papier. Ja, wie gesagt, ich habe es jetzt schon ausgepackt. Ne? Und die kann man schön übereinander stapeln. Mache ich auch. Und irgendwann, wenn ich denn reichlich habe, mache ich die denn? Die steht immer hier oben auf dem Dings. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ich kann euch das ja mal zeigen. Passt mal auf. Ich nehme jetzt mal mein Handy. Guckt da. Und dann stehen die da oben. Ne? Ja. Und wenn die denn so übereinander gestapelt, ne? Und wenn das dann bis oben an der Decke voll ist, möchte ich das dann wie so eine Treppe machen. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Ne? Und das ergibt dann immer so eine schöne, bunte, gestaffelte, ne, Farbe, wie auch immer. Ich hoffe, dass irgendwann auch mal blau und grün und so mit drin ist. Ja, ich hoffe es. So, Motto ist von der Box: Perfectly Imperfect. Na, ja. Na, dann gucken wir mal, ne, ob das alles so perfectly imperfect ist. Ich fange an mit diesen Patches hier. Perfect Skin Patches. Fühlt sich an, als wenn hier nichts drin ist, Leute. Ja, irgendwie fühlt sich, wirklich, also es fühlt sich an, als wenn hier nichts drin ist. Ich lese euch mal vor, wofür die gut sein sollen. Jeder kann sich das denken. Die Dame hat Pickel hier und hier sieht man das auch. Okay, ich lese mal vor. Es steht nämlich auf Deutsch: Perfect Skin Patch wirkt effektiv Hautunreinheiten und Ausschlägen entgegen. Lege ein Patch auf die betroffene Stelle und lass es mindestens 4 Stunden einwirken. Wunderbar für die Anwendung über Nacht, ne? Würde ich auch denken, ne? Das ist dann besser. Du kannst ja den ganzen Tag mit so einem Ding im Gesicht rumrennen. Na gut, es sei denn, man ist zu Hause auf der Couch, mal so Sonntag oder so kann man das mal machen, ne? Aber auch tagsüber kaschiert es auf schöne und unauffällige Weise Problemhaut. Ja, ist jetzt wahrscheinlich keine Originalgröße. Es wird nur ein Probepack sein, denke ich mal. Ja, ne? Weiß ich noch nicht, ob ich es für mich mal verwenden werde, weil eigentlich habe ich so eine Probleme nicht mit unreiner Haut. Ich habe eigentlich schöne Haut. Ja, ich kriege mal hier einen Pickel und mal da einen Pickel. Ist jetzt alles ein bisschen abgedeckt, weil ich mich doch etwas heute nochmal geschminkt habe. Ja, ich weiß es noch nicht, ob ich das probiere, aber ich denke mal, für die Ladies, die jetzt so Probleme haben, finde ich, das ist bestimmt eine gute Sache. Ich meine, ich kann es ja trotzdem mal austesten, wenn ich doch mal so ein Oschi habe im Gesicht, ne? Mal über Nacht so ein Ding hochmachen? Warum eigentlich nicht? Ach, mal gucken. Ich denke, ich probiere das trotzdem mal aus. Ja, dann war mit enthalten von Dr. Botanicals
Lemon Superfood All-in-One Rescue Butter. So sieht das aus, das Produkt. Ich hol's gleich mal raus. Ja, es steht auch auf Deutsch. Hier kann ich euch vorlesen. Anwendung: Mehrzweckbalsam. Als Feuchtigkeitscreme eine kleine Menge an Balsam zwischen den Fingern reiben und auf das Gesicht auftragen. Einmassieren, bis es eingezogen ist. Als Behandlung auf trockene oder rissige Stellen auftragen, wie Lippen, Ellbogen und Fersen. Als Reiniger kann man es auch benutzen. Eine großzügige Menge über das Gesicht einmassieren und sanft mit einem Wattepausch oder Wattebausch heißt das. Oder Tuch abwischen, danach abspülen. Na? Ja, es kann man wirklich allzweckmäßig benutzen. Ich sehe gerade Lemongrass Oil, ja, habe ich ja gerade schon vorgelesen, ne? Lemon Food und Coconut Oil ist hier enthalten. Kann ich euch zeigen, das steht hier. Achtet nicht so auf meine Nägel, die sind nicht gemacht. Ja, da seht ihr das. Ja, da. So, vegan, cruelty-free, 96% natural. 96% natural. So, wenn du schon die Zahl auf Deutsch vorliest, musst du auch das Natural auf Deutsch vorlesen. So, steht hier no. Ja, hier, na? Genau. Ich pack das jetzt mal aus. Es ist natürlich eine gelbe Tube. No. Ja, da war so ein Siegel vor, ist natürlich schon ab. Und die riecht wirklich gut nach Lemongrass. Ich kann euch das nochmal zeigen. Ich mache es mir halt einfach nochmal drauf. Hat auch eine gelbe Konsistenz. Ja. Und die riecht wirklich, Leute, extrem nach Lemongrass und ich liebe es. Ich mag es. So lässt sich auch schön verteilen. Ich nehme noch meinen anderen Handrücken. So. Das riecht, wisst ihr, wie das riecht? Wie diese nimmt zwei Zitronenbonbons. So riecht das. Ich denke, ich werde es als Nachtcreme zweckentwenden, weil es ist ja auch wie so eine Art Gesichtscreme. Weil ich habe Tagescremes im Backup ohne Ende. Tagescremes habe ich reichlich, ich habe aber leider keine Nachtcreme. Und ich denke, ich werde die zweckentfremden als Nachtcreme. Ja, ich mag diesen Duft. Wer jetzt diesen Duft mit Lemongrass nicht so mag, ne? Lemon Oil Gras, wie auch immer. Ich glaube, für den ist es nicht, wer jetzt das so die Richtung nicht mag. Diese zitronischen Richtungen gibt es ja viele mögen ja nicht. Aber ich mag es. Ich finde es sehr, sehr gut. Ja, mir gefällt es. Ach ja, was ich euch sagen wollte. Es hat sich bei der Pinkbox was geändert. Bei der Pinkbox, bei der Goodiebox was geändert. Es gibt kein Heftchen mehr, übrigens. In den letzten Boxen gab es noch ein Heftchen. Ist jetzt alles digital auf der Goodiebox-Seite. So. Deswegen, ich wollte mich überraschen lassen und deswegen kann ich euch leider nicht sagen, was es kostet alles. Bloß gut, das steht hier überwiegend auf Deutsch und ich weiß, wofür ich es verwende, weil manchmal wusste ich nicht, wofür man es alles verwendet. Und da habe ich immer im Hefte nochmal nachgelesen. Ja, wem es interessiert, kann ich unten in die Infobox die Preise dazu einblenden. Da belese ich mich dann nachher. Der kann dann einfach mal in die Infobox gucken und wen es nicht interessiert, naja, der guckt halt da nicht nach, ne? Ne? Aber ich werde gucken, dass ich das so mache. Dann tue ich die Preise unten in die Infobox reinschreiben. Ja. Ja, es ist so schade. Ich fand das Heftchen auch besser. Aber naja, bloß ich wollte mich ja überraschen lassen, was drin ist. Und deswegen konnte ich mich halt vorher mit dem Produkt nicht befassen und kann euch jetzt auch nicht sagen, was das kostet. So. Ja, ich hätte jetzt mir die Mühe machen können und euch das sagen können, weil ich habe ja, das ist ja jetzt das zweite Video, was ich drehe, weil ich gemerkt habe, ich habe im ersten Video einen Fehler gemacht, aber naja, okay, ist jetzt egal, ne? Ich schreibe es euch einfach unten in die Infobox, was das alles so kostet. Dann kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsprodukt. Das war jetzt auch wieder hier mit enthalten in der Goodiebox. Es soll halt einfach nicht so sein. Es ist mein Lieblingsprodukt und ich werde es wahrscheinlich nie los und das wird mich immer verfolgen und es wird immer irgendwo mit drin sein. Und zwar von Rituals, milder, seifenfreier, cremiger Reinigungsschaum. Oh, der ist so toll. Ich liebe diesen. Ich liebe den Duft. Ich liebe diesen Reinigungsschaum. Der war, wie gesagt, schon mal in der Pinkbox. Das zweite Mal hatte ich den in Miris Tauschpaket mit drin gehabt. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut.
Und jetzt habe ich schon wieder mit drin in der Goodiebox. Ich freue mich. Die benutze ich, die auf jeden Fall. Ich nehme die immer bloß abends, um mein Gesicht zu reinigen. Wie viel haben wir hier enthalten? 30 Milliliter. Ne? Kommt man eine Weile hin damit, muss ich sagen. Wie gesagt, ich nehme es nur immer abends, weil das reinigt sehr, sehr gut. Danach hat man natürlich das Gefühl, die Haut schreit danach cremig ein. Ja, man macht es ja sowieso nach so einer Reinigung, ne? Dass man sich eincremt. Aber trotzdem, ich finde, die reinigt sehr, sehr gut. Also die ist top. Ist ein Top-Produkt, mein absolutes Lieblingsprodukt von Rituals. Dann kommen wir zu einem kleinen Produkt. Und zwar ist es ein Hyaluronik-Serum. Ja, das ist in so einer Pappe hier drinne. Enthalten, drin, es hört sich immer komisch an, 6 Milliliter. Es macht gleich, warte mal, flupp, geil, wa? Da hört sich an, wie so Sektkorken, die gerade aufgegangen sind hier da. Ah, Honey, let's die Sektkorken knallen. Einmannparty über Ostern. Auch schön, ne? Ja. Enthalten, wie gesagt, ist dieses Serum. Eine große Flasche Serum, 6 Milliliter. So. Ne? Jo. Jo. Pure Hyaluronic Serum. Ich denke mal, das ist hartes Plastik. Also ich glaube, es ist kein Glas. Es fühlt sich. Nee, das ist, glaube ich, kein Glas. Es ist ein. Irgendwie muss das ein härteres. Ja, es ist ein härteres Plastik. Leider weiß ich jetzt noch nicht, irgendein Serum muss ich mich nochmal damit befassen auf der. Goodiebox-Seite, was das bezwecken soll. Trotzdem, ich muss sagen, ich finde dieses Geräusch so geil. Wartet mal, ich mache das nochmal. Finde das so geil. Mir gefällt es. Ich finde das cool. Es beeindruckt mich so ein bisschen. Und, ja, kommt, alle guten Dinge sind drei. Wir machen es jetzt einfach nochmal. Mein Gott, mein Nachbar wird auch denken, Mensch, was macht die denn da drüben? So, lässt du die Sektkorken knallen. Und was ich toll finde, Ruß, kann ich erwähnen. Ein Trockenshampoo. Ja, eine sehr schöne Farbe, muss ich sagen. Ja, und es wird ein Originalprodukt sein, also eine Originalgröße. 250 Milliliter sind hier enthalten. Ne? Ich denke. Das sehen. Naja, es ist halt sehr schwach, blass alles. Aber ich liebe dieses Rosa, das ist so toll. Und der Duft, Leute, wie gesagt, so das riecht, das kann man eigentlich auch als Deo benutzen. Ich finde das als Deo. Oh, das riecht wirklich gut. Soll das? Ich kann euch jetzt, ich finde, es riecht so ein bisschen vanillig. Steht hier was oben? Gebrauchsanweisung, na, die lese ich euch jetzt nicht vor. Ich muss wirklich sagen, ich finde, es riecht sehr, sehr vanillig, finde ich schon. Und der Duft ist toll. Trockenshampoo nehme ich jetzt, nehme ich auch im Meer und es ist vegan. Ja, es ist vegan. Ja. Ja, Trockenshampoo nehme ich auch. Jetzt so, wenn ich mal einen Tag damit überbrücken will oder einen halben Tag, wenn ich jetzt so früh aufstehe und ich merke, deine Haare sehen heute nicht so fresh aus, mache ich mir dann immer so Trockenshampoo rüber. Ne? Aber meistens dann so nach Feierabend wasche ich sie dann. Ja, hier ist irgendwas drin, was klappert. Ne? Also das sind hier heute Geräusche. Man kann hier richtig, ja, ne? Also muss ich mal so sagen. Finde ich so geil. Ja, aber wie gesagt, das. Halt durch, das werde ich auch gleich benutzen, obwohl ich schon das Isana-Trockenshampoo erst heute früh aufgemacht habe, bevor ich arbeiten gegangen bin. Ja, ich war heute arbeiten, bin seit früh halb vier schon auf den Beinen und war für geschlagene 3 Stunden auf Arbeit. Dafür bin ich so zäh aufgestanden. Ja, habe ich zwar heute das Isana-Trockenshampoo angefangen, aber ich werde mit dem weitermachen. Ist ja egal, Trockenshampoos wird irgendwann alle. Also im Trockenshampoo brauche ich mir erstmal keine Gedanken machen. Ne? Ich finde, das passt so schön. Ich muss nochmal schnuppern, ihr Lieben. Ich glaube, das ist wirklich. Krieg das nicht auf. So. Ich glaube, das ist Vanille. Das riecht nach Vanille. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, bin ganz schlecht in Düfte beschreiben. Ich finde, das riecht so geil nach Vanille. Ich muss nachher mal gucken.
was dazu steht. Zu den Produkten nochmal. Ja, finde ich passt hier meine rosa, goldrosa Deko-Ecke. Ja, ihr Lieben, das war's von mir. Wie gesagt, Preise blende ich euch in die Infobox ein. Wem es interessiert, kann dann halt mal gucken. Ja, ich bin begeistert, ich freue mich. Also die Produkte, für die Produkte finde ich Verwendung. Auf jeden Fall, die werde ich alle aufbrauchen. Da wird nichts irgendwie weiter wandern. Außer bei die bin ich mir noch nicht so sicher. Muss ich gucken. So, ja, ihr Lieben, ich wünsche euch nochmal ein wunderschönes Osterfest. Na, nein, noch nicht. Halt, Moment. Ein wunderschönes Osterfest. So, ob nur allein oder mit die Ängsten, die ihr gerade bei euch mit dem Haushalt zu wohnen habt. Na, ja, es ist nun mal so, wie es ist. Wir werden es überleben, wir werden es überstehen. Ja, es ist jetzt nun mal so und wir hoffen, dass es bald alles ein Ende hat. Na, ich wünsche euch trotzdem wunderschöne Ostern. Genießt die Zeit. Jedoch die ruhige Zeit so gut wie ihr es könnt mit euren Liebsten, die ihr gerade bei euch habt. Ja, ich blende hier zum Schluss einiges ein. Unboxings von der Goodiebox, die Playlist und meinen aktuellsten Upload und meinen Kanal zum Abonnieren. Ihr dürft mich sehr, sehr gerne abonnieren, wer es noch nicht getan hat. Ich freue mich über jeden Abonnenten, ne? Und mein Glöckchen anmachen, damit ihr mal seht, dass die Hanni gerade ein Video wieder hat. Na, ja. Das war mir wieder ein ganz besonderes Fest heute. Naja, eigentlich nicht. Doch, war. Für mich war es ein ganz besonderes Fest, weil ich bin begeistert von dieser Box. Mir gefällt die Box diesen Monat richtig gut. Und zumal, ne, was es so für Geräusche alles so von sich gibt. Ja, das war's von mir. Macht's gut. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Eure Hani.